Hey Leute und willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es zum ersten Mal so richtig los mit einem Lernalgorithmus. Und zwar mit einem instanzbasierten Lernalgorithmus, auch Delayed oder Lazy Learning genannt, ähm, weil wir eigentlich gar nicht lernen, sondern die Daten nur speichern und später benutzen, um etwas zu klassifizieren. Okay. Ähm, ja, ich glaube, es wird klarer, wenn ich erstmal euch ein Beispiel gebe, nämlich den K-Nearest Neighbor Algorithmus. Der ist... Eigentlich super einfach und wirklich nicht kompliziert. Dazu habe ich mal das Programm gewechselt. Ich habe hier ein wunderschönes Paint-ähnliches Programm gefunden, mit dem ich einfach super wieder mal rumschmieren kann. Ziemlich gut. Ähm, ja, fangen wir an. Und zwar brauchen wir zunächst mal wieder ein Koordinatensystem. Wow, das ist ja geil. Okay, das ist nicht geil. Ah, okay, aber es geht wieder weg. Super. Ähm, mein Koordinatensystem ist relativ schief jetzt gerade, aber das macht nichts. Wir wissen ja sowieso, dass es nur eine, ja, eine Darstellung ist, weil wir im Prinzip sowieso 1000 Dimensionen oder mehr haben. Aber wir können uns ja mal überlegen, was hier so passieren würde. Okay, und dann nehmen wir einfach mal an, wir haben hier gewisse Punkte, die ich nicht mit X kennzeichne, sondern mit unterschiedlichen Farben. Also wir haben hier ein paar schwarze Punkte, so sowas hier in der Art, auf einem... Block sitzend und dann haben wir hier oben noch ein paar und hier unten sowas in der Art. Okay, das sind jetzt unsere Punkte, die sind klassifiziert als schwarz, okay? Also tatsächlich zum Beispiel es ist ein A oder ja, es ist ein A, sagen wir jetzt einfach mal dazu. Gut, und dann haben wir ein paar rote Punkte, die liegen hier, für ganz komische Aussprachler vielleicht auch mal ein bisschen hier runter. Das ist dann kein A mehr. Also, irgendwas anderes, ein anderer Buchstabe ist dieses A. Und die verschieben sich hier so außenrum. Denn hier haben wir einfach nur ein paar A's drin. Aber wir haben natürlich auch einen Haufen ähm, andere Buchstaben. Deswegen umrunden die hier so die anderen Buchstaben. Und jetzt seht ihr hier Leute, die alles ganz komisch aussprechen. Die haben hier A's da oben liegen. Also, sowas hier in der Art. Das wäre eigentlich auch ein A. Aber nur für Leute, die zum Beispiel O oh sagen statt A. Was dann vielleicht sich normalerweise bei normalen Menschen eher nach einem O anhören würde. Okay, so. Und der k-nearest-neighbor-Algorithmus, der macht jetzt folgendes: Wir kriegen ein neues Objekt, was wir nicht wissen, was es sein soll. Das ist zum Beispiel hier. Und jetzt sollen wir sagen, ist es ein A oder ist es kein A? Mehr sollen wir gar nicht sagen. Wir sollen nicht sagen, es ist ein E oder sowas, sondern wir sagen einfach nur, ist das jetzt ein A oder ist es keins mehr? Okay. Was macht der K-Nearest Neighbor Algorithmus? Naja, er sucht sich die K-Nächsten Nachbarn raus. Also K-Nearest Neighbor, die K-Nächsten Nachbarn. Und was sind die K-Nächsten Nachbarn? Schauen wir uns das mal an. Ähm, dazu lasst mich mal kurz meinen Pinsel ein bisschen kleiner stellen. Wir haben den hier, das ist wahrscheinlich der nächste. Wir haben den da unten und den hier. Und den hier. Für k gleich 4 zum Beispiel. Sind das meine nächsten Nachbarn? Ich glaube, grün war hier gerade eine schlechte Wahl. Ich nehme mal ein anderes Grün dafür. Also der hier, der hier, der hier und der hier. So, diese vier, die betrachten wir jetzt. Und fragen die, lassen die sozusagen demokratisch voten, ob wir ein A sind mit unserem hellgrünen Punkt, von dem wir es nicht wissen, was es ist. Oder ob wir kein A sind. Also fragen wir sie erstmal, hey, was seid ihr Leute? Und die sagen alle, kein A. Okay. Das heißt, wir sind hier auch kein A. Wenn wir jetzt K erhöhen, zum Beispiel auf 5, dann fragen wir den hier unten auch noch. Und den hier bei K gleich 6. Also ihr seht, je mehr ähm, je größer K ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit oder desto größer ist der Radius im Prinzip, in dem wir hier abfragen. Und wenn wir k zu hoch machen, dann landen wir irgendwie nach dem hier allem ähm, so. Irgendwann mal bei dem hier unten. Aber da wir hier unten auch nur einen so ein Teil fragen, vielleicht auch noch einen zweiten, aber hier oben fragen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 rote Blöcke und nur zwei schwarze ist das Ergebnis immer noch rot. Das heißt, am Ende, wenn wir die ganzen wieder zurück machen, am Ende wissen wir, aha, okay, unser aktueller Punkt ist auch rot. Und so soll es auch sein, denn hier oben ist unwahrscheinlich, dass da ein A liegt. So, was machen wir denn jetzt, wenn wir hier auf der Grenze liegen? Schauen wir uns das mal genauer an. Wenn wir hier reinkommen, und das jetzt unser grüner Punkt ist, dann fragen wir die einfach mal alle in der Nachbarschaft ab. Bei k gleich 2 wird es relativ schwer, um genau zu sein. Ähm, da fragen wir den schwarzen und den roten. Das heißt, wir haben kein eindeutiges Ergebnis. Ähm, fragen wir jetzt noch einen dritten. Landen wir wahrscheinlich bei dem Roten hier oben, dann bei dem Roten hier, und dann bei dem Schwarzen und dann vielleicht noch bei dem Roten. Das Problem ist, dass die Punkte hier, die Roten, dichter sind als die Schwarzen hier unten. Das ist auch ein großes Problem vom KNN. Der kann das nämlich nicht so eindeutig sagen. Okay. Ähm, ja, so funktioniert im Prinzip der KNN. Also, K nearest neighbor, K nächste Nachbarn. Wir fragen einfach demokratisch unsere K nächsten Nachbarn, was seid ihr? Und je nachdem, was eben die Mehrheit ist, das wird dann unser Punkt auch. Wichtig ist aber folgendes: Schaut euch mal folgendes Szenario an. Machen wir das hier nochmal rückgängig. Und zwar sagen wir jetzt hier unten haben wir hier die 1 stehen. Ja, ist jetzt ein Grün, macht nichts. Und hier haben wir eben hier oben die 100 stehen. Was passiert, wenn wir das wirklich normalisieren würden? Also, wenn wir jetzt unser Koordinatensystem vernünftig aufteilen würden, dann würden wir folgendes hier bekommen. Ich versuche einfach mal hier unten noch ein bisschen weiter zu zeichnen. Wobei eigentlich muss ich nicht mal hier irgendwas weiter zeichnen, sondern kann euch das einfach schön anschaulich zeigen. Und zwar werden wir jetzt hier einfach mal sagen, wir wollen jetzt, dass diese 1 genauso skaliert ist wie die 100. Das nennt sich Normalisieren der Eingangspunkte. Und was wir jetzt im Prinzip machen, wir müssen ja hier die ähm, 100% der Breite auf 1% runterkriegen, damit hier am Ende eine 100 steht und die 1 hier irgendwo ist. Das heißt, wir haben am Ende noch eine Breite von 8 Pixeln und eine Höhe von 600 Pixeln. Und im Prinzip bekommen wir so einen krass zusammengekrümmten Raum hier. Und ihr seht, unser Distanzmaß hat sich jetzt komplett geändert. Im Prinzip haben wir das, was wir davor als nah empfunden haben, also das hier nach unten hin war gleich nah wie nach rechts. Im Prinzip ist es völliger Humbug gewesen, denn die Punkte nach rechts war der hier ungefähr so weit weg wie der schwarze Punkt nach unten. Ja? Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr hier ungefähr dieselben Werte. oder möglichst genau dieselben Werte habt. Also wenn hier nur 100 steht, dann solltet ihr hier auch nur 100 haben. Deswegen normalisiert man diese Eingangsvektoren und schaut, dass überall dieselben Koordinaten dran stehen auf der Achse. Okay, so zum rechnerischen Teil, das Ganze werden wir ein nächstes Video machen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.